Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu Spanish Love Deception von Elena Armas. Ich habe die Bücher ja, also das ist ja ihr erstes Buch. Und ich habe ja aber schon ihr zweites Buch, The American Roommate Experiment, gelesen. Und das dritte Buch, The Long Game. Das dritte Buch war völlig losgelöst. The American Roommate Experiment schließt hieran quasi an. Behandelt aber, wie das ja so oft ist, ein anderes Pärchen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, ihren ersten Roman zu lesen. Und ich muss sagen, mir hat The American Roommate Experiment gefallen und The Long Game auch. Und das hier nochmal ein Stückchen besser. Also ich kann alle drei Bücher empfehlen. Und das ist für mich tatsächlich das Beste. Und zwar geht es um Lina und um Aaron. Und die arbeiten zusammen. Und aufgrund von Dingen, die Lina an den falschen Hals bekommen hat, geht sie davon aus, dass Aaron sie überhaupt nicht leiden kann. Der ist ein totaler Griesgram und die kommen gar nicht miteinander klar. Jetzt ist Lina aber in der blöden Situation, dass ihre Schwester heiratet. Und zwar heiratet sie den Bruder von Linas Ex-Freund. Also wird auch Linas Ex-Freund auf dieser Hochzeit sein, inklusive seiner eigenen Verlobten. Und Lina ist Single seit dieser Beziehung. Und da wird immer wieder angedeutet, die Beziehung, die sie zerstört hat, die Beziehung, die das und das mit ihr gemacht hat. Und dann erst irgendwann so im letzten Drittel wird halt erzählt, was da tatsächlich passiert ist. War jetzt nicht so wildes, aber war auch nicht schön. Aber ich wollte nur sagen, wir sind schlimmere Sachen gewöhnt. So, das finde ich aber auch, es muss ja nicht immer gleich so ein extremes Trauma bei rauskommen für so ein Buch. Ne? Es geht auch ein bisschen dezenter, seichter. Und Lina erzählt in der Panik ihrer Mutter, ich bringe meinen Freund zu dieser Hochzeit mit. Dabei hat Lina keinen Freund, nicht mal jemanden, den sie datet. Und Aaron hört das und bekommt es mit und bietet ihr ihre Hilfe an. Und man ist erstmal so, warum denn? Okay, warum denn? Warum bietet ihr ihre Hilfe an? Naja, das kommt dann so alles so peu à peu bei raus. Und dann begleitet er sie natürlich auf diese Hochzeit. Natürlich passiert was zwischen den beiden. Und natürlich ist es aber problematisch, weil nach dieser Reise zu dieser Hochzeit nach Spanien wird Aaron Linas Chef. Und sie findet das ganz doll problematisch und das verstehe ich auch. Als Frau, wo du dir sowieso alles härter erarbeiten musst als die Männer. Und dann auch noch eine Beziehung zu deinem Chef hast. Ne, dann kommt ja ganz oft dieses, das Projekt hast du nur gekriegt, weil das dein Freund ist. Und das hast du nur, weil und so weiter und so fort. Also wieder diese Leistung so runtergesetzt. Also da verstehe ich total die Bauchschmerzen, die sie mit dieser Beziehung hat. Wen ich hier am meisten geliebt habe, war Aaron. Der war so wandlungsfähig. Also im Job war der so ein kalter, aalglatter Roboter, so hat sie ihn immer beschrieben. Da wird dann auch erzählt, also der war mal Footballspieler, wo du dich so fragst, wie passen diese zwei Menschen zusammen? Wenn man dann seine Geschichte hört, auch ganz cool. Ne, also im Job ist er so dieser, Und dann lernt sie den privaten Aaron kennen in Jeans und T-Shirt, der unglaublich sexy ist. Oder auch den Aaron im Smoking, der unglaublich sexy ist. Der Aaron, der Freunde hat und der Aaron, der lacht. Und dass sie ihn so entdeckt, dass es nicht nur diese Fassade auf Arbeit gibt, sondern dass dieser Mensch noch ganz viele verschiedene Facetten hat. Und das fand ich so spannend, diese Figur von Aaron. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Obwohl ja eigentlich ne, die Hauptperson dieses Buches Lina ist und ihre Liebesgeschichte. Aber ich fand Aaron tatsächlich noch einen Ticken spannender. War auf jeden Fall ein sehr schönes, kurzweiliges Buch. Es hat 500 Seiten, glaube ich. Ja, und ich hatte zwischendurch nie dieses, oh, und wir lesen mal ein paar Seiten ein bisschen schneller oder so, nie. Es war wirklich von vorne bis hinten spannend, du wolltest alles lesen, alles wissen, nichts verpassen. Sehr gutes Buch. Hat mir sehr gefallen, weil die letzten New Adult Bücher waren ja so, Deswegen bin ich sehr glücklich über dieses Buch und kann alle Bücher von Elena Armas wirklich sehr empfehlen. Wie immer verlinke ich euch das Buch unten in der Infobox. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, kennt ihr das Buch? Weil das ist ja schon ein bisschen was älter. Die anderen waren schon was älter und ich hatte es ja sowieso in der falschen Reihenfolge gelesen. Das ist von 2021. Genau, also kennt ihr das Buch schon? Habt ihr eventuell aufgrund meiner Empfehlung die anderen Bücher gelesen? Dann würde mich das sehr interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und teilt meine Videos gerne mit anderen Lesebegeisterten. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.